manche Rap wird nur gesagt, er soll verrecken. Deine Mom wollte ich mit 12 eine Babyklappe stecken und sie hat dich versucht zu ertränken. In einem Waschbecken wollte nur in die Zwischenrunde, um bei dir alles abzuchecken. Junge, ich baue dich auf, helfe dir beim Abspecken und bei deiner Körperhygiene auch. Und warum du keine Punches hast und den Takt nicht triffst, naja, das liegt daran, dass du viel zu unterfordert bist. Du wirst von deinem Beat durch die Gegend geschlagen. Du bastard rappst gar nicht, nein, du scheißt nach Rap-Grundlagen. Ach ja, an deinem scheiß Namen müssen wir etwas feilen. Nennt sich Macho, doch kann seine Männlichkeit nicht zeigen. Vielleicht solltest du es mit deinen Wacken-Rap lassen. So dir wird der Minecraft-HD-Let's Player deutlich besser passen. Alle fragen sich, warum mach ich dich nicht gemein. Klar, Gegenfrage würde dir einen Hund schlagen, der nur ein Bein hat. Keine Angst, Macho, ich bin immer für dich da. Mach für dich ne Paralympics in der RBA. Und warum du bei deiner Quali 24 Dislikes hast, die sind alle nur auf dich neidisch und nennen dich Spaß. Und wenn sie haten und sagen, dass die 4 Likes von deiner Mami waren, sagst du nein, die waren von der Typ wird nicht immer bewahren. Unter meiner Quali schreibst du, dass du mich zerpflücken wirst. Ja, das wirst du um 50 zu 0 gewinnen, ist die Jury schon. 13 Jahre ist es her, da kam der Bastard auf die Welt. Doch seine Eltern haben sich ihn doch ganz anders vorgestellt. Statt süßem Baby kriegten sie einen hässlichen Sohn. Da haben sich 8 Monate Schwangerschaft halt echt nicht gelohnt. 13 Jahre ist es her, da hat die Pille versagt. Und dein Pärchen wurde so durch diesen Pisser gestraft. Seit diesem Tag wird Macho nur zu Hause verdroschen. Denn ab diesem Zeitpunkt war der Umtausch ausgeschlossen.